Schon seit Jahren erleben wir eine Assetpreisinflation, also Aktien und Immobilien etwa, die sind inzwischen historisch teuer, die Preise steigen und steigen. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir auch möglicherweise den Umschlagspunkt erreicht haben, wo wir jetzt auch eine offizielle Inflation bekommen, also nicht nur die Assetpreise, Aktien, Immobilien, sondern auch die Verbraucherpreise eben jetzt richtig anspringen. Und in den letzten Wochen und Monaten ist ja genau das passiert. Die Frage ist, ist das nachhaltig? Und wenn es nachhaltig wäre, was bliebe denn dann den Notenbanken anders übrig, als irgendwie sich weiter durchzuwursteln? Denn dann würden die Preise möglicherweise weiter steigen, weil man sich eventuell es nicht leisten kann, die Zinsen anzuheben und eben diese Inflation zu bekämpfen. Dementsprechend stellt sich etwa die Frage, soll ich in München ein Haus für 1,3 Millionen Euro kaufen, weil es irgendwann vielleicht 2 Millionen wert ist, 3 Millionen wert ist, eben weil Geld sich entwertet. Das sind die Fragen, die sich jetzt stellen. Aber wir kommen erstmal zum heutigen Tagesgeschehen, denn heute kommen die wichtigen Inflationsdaten aus den USA. Hier sehen wir mal die Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat. Letztes Mal 5,0% gestiegen, net schlecht, aber Basiseffekt eben. Jetzt heute die Prognose und die Zahlen kommen ja um 14.30 Uhr. Plus 4,7% wäre also ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vormonat. Wir wollen sehen, ob es so kommt. Wenn wir uns mal die Zahlen zum Vormonat anschauen, also nicht zum Vorjahresmonat, sondern zum Vormonat, sehen wir, zuletzt plus 0,8%. Das ist heftig für einen Monat oder eine heftige Veränderung innerhalb eines Monats. Jetzt die Prognose nur noch plus 0,4%. Also auch hier ein leichter Rückgang erwartet. Wie wird es reinkommen? 14.30 Uhr wissen wir mehr, aber wir wissen, dass der Inflation Surprise Index auf dem höchsten Stand ist, auf dem er je gewesen ist, seit es diesen Index gibt, nämlich seit 1998. Also ein Index, der bemisst, wie die Inflationsdaten reinkommen und wie stark sie von der Erwartung, von der vorherigen Erwartung abweichen. Und wir sehen, die Daten kamen stets höher rein als erwartet. Deswegen dieser Index auf einem neuen Allzeithoch. Wird das auch jetzt passieren? Wird das heute passieren? Das ist die Frage, die sich die Märkte natürlich stellen müssen. Wir haben jetzt zuletzt einen Wiederanstieg ein bisschen der Renditen gesehen. Noch glauben die Märkte eben an das Mantra der Notenbanken, transitory, vorübergehende Inflation. Jetzt hat Larry Summers sich geäußert und gesagt, naja, die Märkte sind vielleicht jetzt nicht die allerbesten Prognostiker für Inflation. Das hätte man in den 1960ern auch gesehen. Da wären die Märkte eher dann Spätzünder. Die haben also nicht Entwicklungen vorausgesagt, sondern haben Entwicklungen dann erst verspätet zur Kenntnis genommen. Unten sehen Sie mal an den Chart der New York Fed, wo die Leute befragt werden, nämlich die Amerikaner, wie schaut es aus, wie sind deine Einkommenserwartungen und wie sind deine Inflationserwartungen? Und die Leute erwarten deutlich mehr Inflation als Einkommenszugewinne, nämlich über 2%. Und das würde bedeuten, dass die Menschen Kaufkraftverluste haben, außer die Löhne steigen dann eben nachträglich. Der Arbeitsmarkt ist ja ein nachlaufender Indikator, kann man sagen, der reagiert meistens am spätesten, da passieren schon Entwicklungen und dann reagieren die Arbeitgeber, Arbeitnehmer darauf etwas verspätet. Aber das ist eben das Puzzleteil, das noch fehlen würde. Wir sind vielleicht in einer Transitional Phase, wie es hier heißt, also in einer Übergangsphase. Wir sind ja gewohnt, dass durch Demografie, durch Globalisierung, durch Digitalisierung der Trend der letzten Jahre deflationär war, aber möglicherweise haben wir den Umschlagpunkt erreicht, wo die Machtverschiebung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sich zunehmend Richtung Arbeitnehmer verschiebt, ganz langsam, aber sicher, weil eben die Demografie sich verschiebt. Immer weniger junge arbeitende Menschen müssen immer mehr ältere, nicht mehr arbeitende Menschen ernähren und dafür brauchen sie eine Entschädigung. Da können sie eben die Dinge sich aussuchen teilweise. Das war ja noch zu Zeiten von Schröders Hartz-IV-Reformen ganz anders. Da haben die Arbeitgeber diktiert, was Sache ist. Jetzt verschiebt sich das. Das ist ein langsamer Prozess. Das ist ein Prozess in Zeitlupe. Aber der Trend ist nach meiner Auffassung klar. Und dieser Trend könnte inflationär sein. Is here to stay for years, wie einige Wirtschaftswissenschaftler voraussagen. Also das dürfte dann eben auch nicht so schnell vorbeigehen. Schauen wir mal zum Beispiel in die USA.
Da haben wir massive Anstiege der Mieten, weil viele, die jetzt in Corona-Zeiten raus wollten aus der Stadt, jetzt wieder rein wollen. Dadurch ist die Nachfrage sehr, sehr stark. Hier können sich viele eben diese Preise gar nicht mehr leisten. Hier sehen wir mal eine Grafik zwischen den Mieten und den Einkommen, also die Relation Mieten zu Einkommen. Und wir sehen, da sind wir auf einem absoluten Allzeithoch. Das heißt, in Relation zu den Einkommen sind die Mieten extrem gestiegen und Mieten sind ein sehr wichtiger Faktor für die Berechnung der Inflation. Im CPI, also im Verbraucherpreisindex, macht das fast 40% aus, also ist fast die Hälfte. Dementsprechend könnte auch eine Überraschung eben durch die Mietsituation heute kommen. Jedenfalls ist die Frage, ja, was passiert denn dann? Müssen die Mieten wieder runter oder müssen die Löhne rauf? Normalerweise sind Immobilien eben ein begehrtes Gut bislang. Die Preise steigen, die Immobilienpreise steigen schneller als die Mieten. Dementsprechend wird sich ein Vermieter nicht leisten können, eigentlich die Mieten dann zu senken, sondern es ist wahrscheinlicher, dass die Löhne nach oben müssen, um dieses Gap, um diese Lücke dann zu schließen. Kommen wir zu den Märkten, meine Damen und Herren. Wir sehen gestern Allzeithochs auf Schlusskursbasis, sowohl beim Dow Jones als auch beim S&P 500 und auch beim Nasdaq. Ja, es geht weiter nach oben. Wir sehen die Sektoren hier. Financials waren gestern gefragt, weil die Renditen ein bisschen wieder nach oben gehen, dann defensive Sektoren wie Real Estate, Consumer Discretionary, Materials, Utilities und schwach Energy und Technology oder etwas schwächer. Es waren keine ganz großen Gewinne gestern, aber es ging dann ebenso ein bisschen nach oben. Wir sehen hier nach wie vor den Breadth, also die Marktbreite, sehr schwach. Hier mal der Anteil der Aktien, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln, in der oberen Grafik in Relation zum S&P. Der S&P steigt deutlich schneller, als eben die Marktbreite mitzieht, könnte man sagen. Wir sehen unten auch die neuen 52-Wochen-Hochs angesichts der neuen Allzeithochs bei den Indizes sehr, sehr schwach. Also nach wie vor interne Strukturen nicht wirklich gut. Wir haben jetzt in 10 der letzten 12 Handelstage neue Allzeithochs gesehen beim S&P 500. Nur 1964 gab es in einer 12-Tages-Periode mehr neue Allzeithochs. Und die Statistik spricht auch dafür, dass dann im nächsten Halbjahr normalerweise jetzt nicht unbedingt ein Bärenmarkt einsetzt. Das zumindest war die Vergangenheit. Aber sind wir in einer anderen Periode? Das ist die Frage. Wenn wir uns mal die Bewertungen anschauen, zum Beispiel hier das Trailing Price Earnings Ratio, also die Kursgewinne hier projiziert, dann sehen wir, dass wir jetzt auf dem höchsten Stand ever sind. Wir sind höher als im Juni 1999 und höher als im Dezember 1921. Also es ist bereits ein bisschen was sportlich bewertet, gar keine Frage. Aber was teuer ist, kann eben noch teurer werden. Das zeigt die Vergangenheit. Der S&P 500 hat es jetzt übrigens geschafft, seit dem Märztief 2020 in der Corona-Krise genau 100% zuzulegen, also sich mal eben zu verdoppeln. Und das liegt daran, dass wir jetzt natürlich in der besten aller denkbaren Welten leben. Und die Frage in dieser besten aller denkbaren Welten ist Reopening Story, Inflation Story, also Growth gegen Value, Wachstum gegen Value-Werte. Hier sagt JP Morgan, also diese Value-Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Wir sind eher in einem frühen Stadium dieser Reopening-Inflationsthematik als in einem späten Stadium. Deswegen würden wir nicht nur Aktien bevorzugen, sondern vor allem Value-Aktien. Hier ist man übergewichtet, man ist stark untergewichtet in Bonds, in Corporate Bonds. Und ist auch übergewichtet in Commodities. Unten sehen wir mal das Verhältnis zwischen Growth und Value. Da gab es ja diese Outperformance in Corona von Growth, also von Tech-Konzernen. Dann gab es den Rücksetzer mit der Impfstoff-Story. Und jetzt hatten wir in letzter Zeit tendenziell wieder Tech gesehen, das sich hier stark entwickelt hat. Hier sehen wir mal die Expectations für die Berichtssaison, die jetzt beginnt. Heute ja mit den Zahlen. Hier sehen wir den S&P 500 Earnings Revision Breath, also wie Analysten zum Beispiel ihre Einschätzungen geändert haben, ob ein Unternehmen bessere Zahlen vorlegt, mehr Gewinn macht, mehr Umsatz macht als zuvor geglaubt. Und hier sehen wir, auch hier sind wir auf einem neuen Allzeithoch. Also
Die Erwartung ist sehr, sehr hoch im Vergleich zu dem, was sonst eigentlich ist. Sonst wird die Erwartung meistens schön runtergeschraubt, die Latte so tief gelegt, dass dann die Zahlen angesichts dieser Erwartung doch besser sind. Jetzt ist die Erwartung relativ hoch. 64% Gewinnsteigerung, so die Durchschnittsschätzung im Vergleich zum Vorjahresquartal. Damals allerdings totaler Lockdown, dementsprechend das nicht so wirklich aussagekräftig. Jetzt sehen wir, wie oben in diesem Text Lissen Sonders zeigt, dass die Sentiment-Indikatoren natürlich schon ein bisschen sehr heiß gelaufen sind. Also die Euphorie ist groß, der Marktteilnehmer auf der einen Seite. Und jetzt wird eben in der Berichtssaison vor allem wichtig, ja, was sagen denn die Unternehmen zum Ausblick und was sagen sie zur Marge? Und die Marge ist eben sehr wichtig, weil eben wir gesehen haben, dass die Erzeugerpreise, also die Kosten für die Unternehmen, schneller steigen als die Verbraucherpreise. Die müssen sie früher oder später weitergeben, sonst geht das auf die Marge. Dementsprechend wird man heute darauf achten oder wird man ab heute darauf achten, wie die Margen jetzt ausfallen. Hier sehen wir die wichtigsten Zahlen heute. JP Morgan um 12.50 Uhr und Goldman Sachs um 13.30 Uhr. All das bei Finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren. Schauen Sie da rein, da werden Sie geholfen. Und abschließend noch haben wir gute Zahlen zu chinesischen Exporten und Importen. Wir sehen, dass sowohl die Importe als auch die Exporte deutlich besser waren auf Dollar- wie auch auf Yuan-Basis. Also hier wieder ein Hoffnungszeichen, nachdem Chinas Wirtschaft ja so ein bisschen, wie die Einkaufsmanager-Indizes gezeigt haben, sich abgeschwächt hat. 14.30 die Zahlen zu den Verbraucherpreisen aus den USA, meine Damen und Herren, auch bei finanzmarktwelt.de. Also da sind Sie grundsätzlich einmal gut aufgehoben, wenn Sie da reinschauen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start. Das wird heute etwas spannender, hopefully, als jetzt an diesem doch sehr sommerlochigen gestrigen Montag. Ich sage Servus und Ciao.